Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Polizei fahndet nach illegalem Baumfäller. Förster und Boris weicht neuem Hochschulbau und Siegerehrung beim Wirtschaftswissen im Wettbewerb. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Willkommen zu Tag aktuell vom Donnerstag. Auf dem Campingplatz Vogtsgrün herrscht seit Tagen Ratlosigkeit. Ein Unbekannter hat einen immensen Schaden verursacht und über ein Motiv lässt sich höchstens spekulieren. Das Ungewöhnliche, der oder die Täter haben so einen Lärm gemacht, dass es irgendwer gehört haben muss. Entweder in Vogtsgrün selbst, in Altensalz oder sogar in ganz Grün am gegenüberliegenden Ufer der Talsperre Pöhl. Oliver Wurdak von der Polizeidirektion Zwickau. Auf dem Zeltplatz Vogtsgrün an der Talsperre Pöhl sind zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag 6 Bäume gefällt worden, 6 Laubbäume. Die Bäume liegen noch vor Ort und durch das Umstürzen der Bäume ist eine Schranke und auch eine Aufbewahrungsbox beschädigt worden. Insgesamt gehen wir von einem Schaden von etwa 15.000 Euro aus. Was der oder die Täter mit der Aktion bezwecken wollten, ist derzeit noch völlig unklar. Ein Diebstahl, um an kostenloses Brennholz zu kommen, scheidet auf jeden Fall aus. Dazu noch einmal Oliver Wurdak von der Polizei. Holzdiebstahl an sich kommt immer wieder vor. Hier handelt es sich ja aber nicht um einen Diebstahl, sondern um schlicht das Fällen der Bäume. Sie liegen ja noch vor Ort. Also ein Diebstahl in dem Sinn ist nicht entstanden, aber eben Sachschaden. Und auch die Bäume verkörpern natürlich einen Wert. Und der wird eben hier zuzüglich des Schadens an der Schranke und der Aufbewahrungsbox auf ungefähr 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei hofft aber auch auf Hinweise von Zeugen, die für einen Ausflug in der Nähe waren. Es ist durchaus möglich, dass am Wochenende dort Spaziergänger unterwegs waren und vielleicht etwas gehört oder auch gesehen haben. Und jeder Hinweis, der uns zur Lösung des Rätsels, wer dort letzten Endes die Bäume gefällt hat, führt, ist wichtig. Deswegen ist die Bevölkerung aufgerufen, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, wenn entsprechende Hinweise gegeben werden können. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Plauen unter der eingeblendeten Rufnummer entgegen. Das Schönsperger Haus in der einstigen Langgasse, der heutigen Peter-Breuer-Straße, war der Ursprung der Buchdruckerkunst in Zwickau. Dieses Traditionshandwerk wurde durch das Unternehmen Förster und Boris fortgeführt. Hermann Förster war es doch, der die Technologie des Drei- und Vierfarbendrucks grundlegend und zielstrebig weiterentwickelte. Auch das bis heute in Druckereien genutzte Farbmischbuch hat seinen Ursprung bei F&B in Zwickau. Nun muss das ehemalige Gebäude von Förster und Boris weichen. Viele Monate ist deshalb ein Teil der Peter-Breuer-Straße Dauerbaustelle und zum Teil für den Verkehr gesperrt. Der rote Ziegelbau von Förster und Boris war eines der prägenden Fassaden auf der Peter-Breuer-Straße. Nun wird dort seit einigen Tagen gewerkelt, entkernt. Die Westsächsische Hochschule plant, sich auf dem ehemaligen Areal von Druckerei und Verlag zu vergrößern. Bauherr der gesamten Maßnahme ist das SIB. Dabei spielen Aspekte des Denkmalschutzes eine große Rolle und erfordern ein besonderes Herangehen. Bei denkmalgeschützten Gebäuden, auch vor allem im Innenstadtbereich, erhöhte Aufwendungen notwendig sind. Die Fassade wird erhalten bzw. auch wieder nachgestaltet in Abstimmung mit der Denkmalpflege. Und gerade hier bei Boris und Förster haben wir das Problem, dass diese Fassade in dieser Form, wie sie jetzt dasteht, auch erhalten wird. Nur diese Fassade, alles andere wird ja abgetragen. Das bedeutet natürlich, dass diese Fassade nicht stehen bleiben kann, so wie sie jetzt ist. Die würde ja zusammenbrechen. Sondern wir müssen hierfür ein großes Stahlgerüst aufbauen, um das abzufangen. Und zwar so lange, bis der Rohbau steht. Und das wird bis Ende 2021 noch dauern. Dann können wir auch dieses Gerüst wieder abbauen. Das Gerüst wird so groß sein, dass es sogar die Straße überspannt. Und dann gibt es einen kleinen Tunnel, wo wir wenigstens einseitig noch den Straßenverkehr durchführen können. Sicherlich ein spannendes Projekt, das es in dieser Art in der Innenstadt von Zwickau so noch nicht gegeben hat. Der dann fertiggestellte Komplex wird aber nicht nur die F&B-Front enthalten. Darüber hinaus soll sich ringseitig im Neubau auch die historische Ansicht der einstigen Handelsschule wiederfinden. Konkret umfasst der Neubau
ein Hochtechnologiezentrum für die Hochschule. Also was ganz Besonderes, das auf neuesten Erkenntnisstand gebaut wird. Wir werden dort in dem Gebäude natürlich Laborräume, Verwaltungsräume und vor allen Dingen eine schwingungsentkoppelte Plattform errichten, auf der dann auch die Forschungsarbeiten stattfinden können. Die Kosten dafür sind im zweistelligen Millionenbereich geplant. Darin enthalten auch das Integrieren des Neubaus mit vorhandenen Gebäuden. Wir haben dann zwischen der Aula und dem neu entstehenden Gebäude eine Straße der Wissenschaften, so sagen wir das, oder Passage der Wissenschaften. Das ist dann ein breiter Bereich, der beide Gebäude miteinander verbindet und die von dieser Seite da auch erschließbar sind. Ein großes Vorhaben, das gehörig Zeit in Anspruch nehmen wird. Ein Ende ist allerdings planerisch in Sicht. Also zum jetzigen Planungs- und Erkenntnisstand gehen wir davon aus, dass wir Ende 2022 das Gebäude übergeben können in dieser kompakten Form. Heißt, die Inbetriebnahme wird anschließend noch weitere Zeit in Anspruch nehmen. Denn die Anschlüsse der Medien wie Gas, Wasser und Strom müssen getestet und abgenommen werden. Das Wissen um Zusammenhänge und Abläufe in der Wirtschaft ist in vielen Industrieländern heutzutage wichtiger als handwerkliches Können. Das haben die Vereine der Wirtschaftsjunioren in Deutschland schon lange erkannt und daher die Reihe Wirtschaftswissen im Wettbewerb ins Leben gerufen. Am Mittwoch wurden die Besten aus dem Landkreis Zwickau im Haus der Sparkasse prämiert. Mit einem Werbefilm über die Wirtschaftsjunioren Zwickau wurden die Sieger des Kreisausscheides im Schülerquiz Wirtschaftswissen im Wettbewerb im Haus der Sparkasse begrüßt. 499 Schüler der 9. Klassen haben in diesem Jahr wieder am Wettbewerb teilgenommen. Das Themenfeld ist dabei recht weitläufig. Über mehrere Themenbereiche, das war vom Allgemeinwissen über politisches Allgemeinwissen bis dann wirklich zu den Wirtschaftssachen, also das ganze Spektrum eigentlich enthalten. Die Veranstaltung selbst kann man getrost als Tradition bezeichnen. Wirtschaftswissen im Wettbewerb ist ein Projekt, was wir seit über 17 Jahren jetzt mit Schülern der 9. Klassen durchführen, egal ob das Gymnasium oder Realschule ist. Und wir wollen dabei einfach Schüler für Wirtschaftsthemen sensibilisieren, aber auch mit denen in Kontakt kommen, um herauszufinden, wo sind gerade die aktuellen Themen. Und das betrifft Digitalisierung genauso wie Fachkräftemangel oder Karrierewege oder einfach die wichtige Frage, was kann ich denn in welchem Job verdienen? Die Schüler, die hier ausgezeichnet wurden, waren also zum Projektstart noch nicht einmal geboren. Dennoch ist das Interesse bei den Jugendlichen groß, auch weil die Wirtschaftsjunioren recht einfache, eben jugendgerechte Wege gehen. Es wurde uns von den Lehrern mitgeteilt, es kommt da jemand und dann kam hier der Vertreter von Wirtschaftsjunioren an unsere Schule. Wir haben erst ein bisschen gequatscht über das ganze Thema Wirtschaft allgemein und was wir jetzt für eine Einstellung dazu haben und wie die perfekte Wirtschaft ablaufen sollte. Und dann haben wir den Test ausgefüllt, alle miteinander, und dann kam irgendwann die Mitteilung, wer gewonnen hat. Und dann im Laufe des danach kam halt dann die Veranstaltung hier. Und das Haus der Sparkasse ist auch eine gute Adresse für eine solche Veranstaltung. Zum einen hat das heimische Kreditinstitut einen guten Draht zu Jugendlichen, zum anderen ist die Sparkasse ein renommierter Ausbildungsbetrieb in der Region. Und dass Wirtschaft und Geld heute untrennbar miteinander verbunden sind, braucht man eigentlich gar nicht mehr zu erwähnen. Nun, das ist ja heute das 17. Mal, dass wir die Veranstaltung unterstützen. Entstanden ist das vor 17 Jahren, weil selber wir als Sparkasse Mitglied bei den Wirtschaftsjunioren sind und damals halt uns entschieden haben, diesen Wettbewerb mit zu unterstützen. Diese Unterstützung geht weit über die Gastgeberschaft zur Siegerehrung hinaus. Auch einige Prämien sind jedes Jahr drin. Ja, wir haben für die Schüler jetzt neben den Geldpreisen als Ehrung noch kleine Tüten mit zur Verfügung gestellt, wo nochmal ein Kinogutschein mit dabei war, um halt auch für die anstehenden Ferien ein kleines Event mitzuhaben. Ein großes Event ist immer das Bundesfinale. Im vergangenen Jahr hier in Zwickau geht es dieses Jahr ganz weit nach Westen, nach Montabaur im Kreis Westland Lahn. Dorthin fährt am 8. März die Siegerin des Kreisausscheides Emily Meyer vom Käthe-Kollwitz-Gymnasium. Der Berufswunsch ist bei den meisten noch recht offen, aber manchen sehen die Organisatoren auch wieder. Also es gibt den einen oder anderen, der auch mal bei der Sparkasse ein Praktikum auch mitmacht oder vielleicht auch mal bei uns eine Ausbildung mitbeginnt. Dabei kann man eigentlich nicht früh genug damit beginnen, sich mit den Fragen der Wirtschaft und des Berufslebens zu befassen. Denn wer wie die Politik solche Fragen außer Acht lässt, hat dann den sogenannten Fachkräftemangel als Zukunftsproblem auf dem Tisch. Und es ist, glaube ich, auch ganz gut, dass wir da in die Dialoge gehen, um auch mal so ein bisschen darüber zu sprechen, wo kommt das Thema Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel jetzt aktuell her und wie gehen wir jetzt damit um mit der ganzen Geschichte? Was sind jetzt zum Beispiel die Jobs, an
denen das besonders ankommt oder was sind Jobs, wo man das vielleicht erst in einem späteren Verlauf mitbekommt und wie können die Schüler jetzt schon sich quasi ein bisschen darauf vorbereiten. Die Wirtschaftsunion und das Schülerquiz Wirtschaftswissen im Wettbewerb sind dabei eine gute Grundlage. Und so wird es diese Veranstaltung auch weitergeben. Vielleicht auch wieder einmal mit dem Finale in Zwickau. Werbung. ABC, kommt alle mit! Die Ranzenfete wird der Hit! Die Ranzenfete. Mit coolen Schulranzen, Modenschauen und der Aktion ausgewählte Ranzen 10% günstiger. Samstag, 26. Januar, 10 bis 17 Uhr im Bürgersaal vom Zwickauer Rathaus. Die Urlaubssaison 2019 ist im vollen Gange. Buchen Sie jetzt Ihren nächsten wohlverdienten Urlaub bei Ihr Reiseservice, dem kompetenten Reisebüro in der Römerstraße 27 in Zwickau. Egal ob Kreuzfahrten, Pauschalreisen, Busreisen inklusive Haustürtransfer, Kur- und Wellnessreisen, Mietwagen oder Flüge in die ganze Welt. Wir haben für Sie garantiert immer das richtige Angebot zur Hand. Besuchen Sie uns in der Römerstraße 27 in Zwickau und lassen Sie uns zusammen Ihre nächste Auszeit planen. Kennen Sie uns? Seit 17 Jahren machen wir ein Fass auf in Zwickau. Hohe Produktqualität und Freundlichkeit, das zeichnet uns aus. Unser Sortiment umfasst ein großes Angebot an Spirituosen, ausgesuchte Fassweine, eine gute Auswahl von Ölen und Essigen, eine kleine Feinkostecke und natürlich Flaschenweine. Auch vorgefertigte Präsente von klein bis groß finden Sie bei uns zu jeder Zeit. Wir führen regelmäßig Essig- und Öl-Workshops sowie Whisky-Verkostungen durch. Besuchen Sie uns in der Hauptstraße 30 bis 32. Wir freuen uns auf Sie. Das Hotelpension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg. Mit Schwimmhalle, Sauna, Kinderspielplatz und Biergarten macht Ihre Hochzeit und Familienfeier mit Übernachtung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dazu sind auch unsere Oldtimer da. Schwimmen, Saunieren und Massagen im Wellnessbereich dienen Ihrer Entspannung. Regionale Küche von Erzeugern aus der Region gibt es in unserem Hotelrestaurant täglich ab 11 Uhr. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten, das ist das Besondere im Hotel Pension Flexig. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Der Vogtland-Anzeiger ist umgezogen. Die neuen Redaktionsräume befinden sich nun direkt im Herzen Plauens am Postplatz 12. Der Vogtland-Anzeiger entstand im Frühjahr 1990 und ist damit die letzte noch existierende Tageszeitung, die nach der Wende im Osten gegründet wurde. Der Umzug war für die Zeitungsmacher eine besondere Herausforderung, weil das Tagesgeschäft ohne Unterbrechung weiterlief. Am kommenden Dienstag sind Zwickauer zwischen 14 und 24 Jahren an die Wahlurnen gerufen. An diesem Tag wird der Jugendbeirat gewählt. Die Wahllokale werden in 6 Schulen und dem Rathaus eingerichtet. Wer seine Stimme abgeben möchte, muss seine Wahlbenachrichtigung vorlegen. Zur Wahl stehen 16 Kandidaten. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Musik
Die lebendige Ideenschule und das Experimentierfeld auf den Gebieten der freien und angewandten Kunst, der Gestaltung und der Architektur war die Bauhausphase. Das Bauhaus selbst bestand nur 14 Jahre. Auch in Zwickau gab es Personen, die sich dieser Moderne öffneten. Die Kunstsammlungen zeigen aus diesem Anlass die Sonderausstellung Hildebrand Gürlit, Albert Hennig und das Bauhaus. Morgen 18 Uhr wird die Ausstellung eröffnet. Als staatliches Bauhaus 1919 in Weimar gegründet, als Hochschule für Gestaltung in Dessau und bis zur erzwungenen Auflösung 1933 als private Lehranstalt in Berlin wirkend, war das Bauhaus zweifelsohne die wirkungsmächtigste Ideenschmiede des 20. Jahrhunderts. Heute könnte sie auch als Dachmarke bezeichnet werden. Bauhaus war ja eine revolutionäre Ausbildungsstätte, die Walter Gropius 1919 in Weimar gegründet hat. Und die zog junge Menschen aus ganz Europa an, weil da wirklich neue Gestaltungsideen in allen Bereichen der Kunst, ob Architektur, Bühnenbild, Typografie, auch im Kunstgewerbe, Kunsthandwerk, im modernen Design, da war das eigentlich eine wegweisende, sehr experimentelle und ganz neuartige Ausbildungsform und Ausbildungsstätte. Im Bereich der Typografie trumpfte in dieser Zeit auch das König-Albert-Museum. Denn dem damaligen Museumsdirektor Hildebrand Gürlit gelang es, sogar die lokale Presse über die vom Bauhaus übernommene Gestaltung des Hauses und außergewöhnliche Werbeausstellung zu interessieren. Ja, wir wussten es natürlich, dass unser erster Museumsdirektor Hildebrand Gürlit 1925 schon gleich nach seinem Amtsantritt Kontakt zum Bauhaus aufgenommen hat und den Westflügel dann 1926 durch das Bauhaus gestalten ließ, also die Farbgebung beim Bauhaus beauftragt. Der Heinrich Koch hat das ausgeführt und das war bekannt. Aber wir haben dann wirklich noch mal in unserem Archiv gekramt, haben die Rechnungen gefunden, den Schriftwechsel. Und da stellten wir fest, dass er also wirklich ein paar Wochen nach seinem Amtsantritt hier in Zwickau schon das Bauhaus angefragt hat, ob es die Gestaltung für die Werbegrafik des Museums übernehmen könnte. Dazu ist es dann zwar nicht gekommen, aber man sieht, dass Gürlit schon diesen modernen Geist auch hier nach Zwickau holen wollte. Er hat die Bauhauskünstler angefragt, ob sie Leihgaben zur Verfügung stellen, um auch in einer Industriestadt zum ersten Mal abstrakte Kunst vorstellen zu können. Er hat Vortragssäle eingerichtet und er hat eben eine ganz interessante Reklameausstellung organisiert. Nicht nur mit Bauhausgestaltern, aber mit modernen Gestaltern, aber eben ein großer Saal war dem Bauhaus gewidmet. Aber das ist nicht nur die einzige Verbindung Zwickaus zu dieser Epoche. Die archivale bis 10. März währende Ausstellung zeigt auch Werke von Albert Hennig. Doch diesmal nicht mit Werken auf Leinwand und Zeichenkarton. Albert Hennig war ja wirklich auch ein Bauhausschüler. Er ist 1907 in Leipzig geboren und kam aus einfachen Verhältnissen, hat Bauarbeiter gelernt, Betonbauer und hat dann Ende der 20er Jahre angefangen, auch aus sozialkritischen Gesichtspunkten heraus seine Umgebung, sein Arbeitermilieu zu fotografieren. Und hat sich dann mit einer Serie, die er im Auftrag der Kinderfreundebewegung gemacht hat, hat er sich am Bauhaus beworben, weil er wollte auch eine neue berufliche Perspektive und wollte dort Reklamemann werden. Eben in jener Abteilung studieren, die Hildebrand Gürlit schon einige Jahre zuvor hier mal in Zwickau vorgestellt hat. Albert Hennig ist angenommen worden und hat dort eben auch weiter fotografiert. Es gab direkt eine Fotografieklasse von Walter Peterhans, wo man Produktfotos herstellte. Und dieser experimentelle Charakter wird da auch sehr, sehr deutlich. Und seit wir den Nachlass übernommen haben, ist uns eben auch der fotografische Nachlass bekannt und in diesem Umfang auch bekannt, sodass wir eben auch erstmals Vergrößerungen aus dem Nachlass vornehmen konnten, der von Aufnahmen, die am Bauhaus entstanden sind. So zeigt diese Ausstellung, Zwickau hat auch als einstige Tuchmacher- und Seilerstadt, Bergarbeiterstadt, Automobilbau- und Trabantstadt neben Schumann und Pechstein eine weitere Verbindung zu großer epochaler Kunst. Werbung.
Das Tanzereignis 2019 steht vor der Tür. Der TSC Silberschwan Zwickau präsentiert zwei Landesmeisterschaften im Standard der Senioren 2 und die Gebietsmeisterschaft Ost über 10 Tänze. Mit am Start sind hochkarätige Tanzpaare aus 5 Bundesländern und bei den Senioren 1 starten die amtierenden Vize-Weltmeister und Deutsche Meister über 10 Tänze und Europameister in Latein aus Dresden. Jetzt Karten sichern für den 2. März im Konzert- und Ballhaus Neue Welt in Zwickau. Für die Tagesveranstaltung gibt es Karten an der Tageskasse und für die abendliche Ballveranstaltung ist der Ticketverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online möglich. Wir beide gehen gerne in den Sportpark hier, um uns fit zu halten. Wir sind ja noch nicht mehr die Jüngsten und wir haben viel Spaß dran. Wir gehen so 2 bis 3 Mal in der Woche und es macht echt Spaß. Und wir merken auch, dass es uns bekommt, dass wir gut jetzt mit dem Sport umgehen können. Ist alles einwandfrei und tipptopp. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Freiheit. Eure Verbindung ist Pure. Rosa Xan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Am Samstag ermitteln die Grund- und Oberschulen sowie die Gymnasien beim Hallen-Leichtathletik-Sportfest ihre Besten. In der Großsporthalle des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums gehen ab 8.30 Uhr die Grundschulen an den Start. Ab 12.30 Uhr folgen die Oberschulen und Gymnasien. Auf dem Programm stehen die Disziplinen 35-Meter-Sprint, Dreierhopp, Hockwende und Medizinballschocken. Die Grundschulen ermitteln zudem die schnellste Staffel im 4x2-Runden-Modus. Die älteren Schulklassen den schnellsten Hürdensprinter. Die erfolgreichsten Sportler vertreten die Stadt beim internationalen Leichtathletik-Städtevergleich am 16. Februar in Dortmund. Alle Jahre wieder für den KSV Pausa, besser gesagt alle 2 Jahre wieder, kommt eine deutsche Meisterschaft, in dem Fall nach Plauen. Der Verein, bereits seit 2009 im 2-Jahres-Rhythmus Ausrichter nationaler und internationaler Titelkämpfe, hat auch für 2019 vom Deutschen Ringerbund den Zuschlag bekommen.
Vom 22. bis 24. März werden die besten Juniorenringer aus den deutschen Vereinen und Leistungszentren in der Einheit Arena in Plauen die Titel im griechisch-römischen Stil auskämpfen. Es wird mit etwa 120 Ringern gerechnet. Hinzu kommen Betreuer, Kampfrichter und Offizielle. Die Vorbereitungen, alle Gäste in Hotels unterzubringen und für die notwendige Verpflegung vor Ort, laufen auf Hochtouren. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Stark bewölkt präsentiert sich der Westsachsenhimmel am Freitag. Ab dem späten Nachmittag sind auch Schneefälle möglich. Das Thermometer erreicht maximal minus 2 Grad. Hier sind die Wetteraussichten bis Montag. Der Samstag bringt weitere Schneefälle nach Westsachsen. Dazu weht ein mäßiger bis böiger Wind bei maximal 2 Grad. In der Nacht zum Sonntag gehen die Niederschläge in Regen über. Die Temperaturen steigen leicht an. Die neue Woche beginnt mit Schneefällen. Fällen und Tageshöchstwerten um 3 Grad. Damit bleibt mir noch, Ihnen fürs Einschalten zu danken. Das war tagaktuell vom Donnerstag. Ja, und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder 19 Uhr bei TV Westsachsen.